Inzwischen sind ja auch die ersten deutschen Panzerhaubitzen in der Ukraine eingetroffen. Doch sie verstummt nicht die Kritik aus der Unionsfraktion. Die militärische Unterstützung würde sich so wörtlich quälend lang hinziehen. Die zuletzt veröffentlichten Daten bestätigten die Befürchtungen, dass Deutschland im Vergleich zu den Partnerländern weit hinter den Erwartungen zurückliege. Das sagte der parlamentarische Geschäftsführer der Unionsfraktion frei in einem Zeitungsinterview. Völlig unkontrolliert wütet ein Feuer in einem Gaswerk in Izium. Und das schon seit Tagen nach russischem Beschuss. Rund 100 Kilometer weiter nördlich in Kharkiv bergen Männer tote Zivilisten aus zerstörten Häusern. Um Putin zu stoppen, fordert der ukrainische Präsident ein 7. Sanktionspaket und schnellere Waffenlieferungen vom Westen. Das Leben von Tausenden von Menschen hängt direkt von der Geschwindigkeit unserer Partner ab. Eingetroffen sind jetzt die ersten schweren Waffen aus Deutschland. 7 Panzerhaubitzen 2000 unterstützen nun die ukrainische Armee. In puncto Geheimhaltung ist die Bundesregierung umgeschwenkt, hat eine Waffenliste veröffentlicht. Der Bundeskanzler verspricht: Wir werden weiter solidarisch bleiben mit der Ukraine. Und es wird auch noch lange notwendig sein. Putin hat noch lange nicht vor, aufzugeben und sein Vorhaben sein zu lassen. Und das wird noch ganz viele Opfer kosten. Moskau droht nun offen einem NATO-Land mit Vergeltung. Um die von der EU verhängten Sanktionen umzusetzen, hatte Litauen den Güterverkehr in die russische Exklave Kaliningrad eingeschränkt. In Moskau bemüht sich der EU-Botschafter, die Gemüter zu beruhigen. Ich habe an Russland appelliert, einen kühlen Kopf zu bewahren und nicht zu eskalieren. Ich habe hier die EU-Position vertreten. Es gibt kein Transitverbot, es gibt keine Blockade. In Berlin wird der Kanzler am Nachmittag eine Regierungserklärung abgeben. Thema: die drei anstehenden Gipfeltreffen der EU, der G7 und der NATO. Auch an diesem Morgen einen guten Morgen von Berlin in die ukrainische Hauptstadt Kiew zu Tatjana Ohm. Tatjana, der ukrainische Präsident Volodymyr Zelensky, der bezeichnet die militärische Lage in der Region Luhansk als sehr schwierig. Wie groß ist denn der Druck der Russen in der Region? Schon massiv. Nach all dem, was wir an Informationen bekommen, ist es eben vor allen Dingen mit massiver Artillerie, mit der da weiter vorgegangen wird und die ukrainischen Kräfte versuchen halt, so gut sie es können, dagegen zu halten. Wir haben ja auch den Berater des Präsidenten gestern gehört, der gesagt hat, man hofft darauf, dass man, wenn noch mehr schwere Waffen kommen, dann im August, gegen Ende August, eine größere Gegenoffensive in dieser Region wird starten können. Ich würde noch ganz gern ein, zwei Worte verlieren wollen zur Panzerhaubitze. Wir haben das ja eben auch im Beitrag eher so ein bisschen nüchterner erklärt. Der Generalstab der ukrainischen Streitkräfte, die waren gestern fast schon ein bisschen euphorisch, als sie die deutschen Panzerhaubitzen begrüßt haben. Schriftlich auf ihrer Facebook-Seite haben sie geschrieben, auch sie stoßen jetzt zur ukrainischen Artilleriefamilie dazu. Die 6. ihrer Art gewissermaßen. Und damit sind all die anderen halt auch gemeint, die aus dem Ausland schon gekommen sind, wie zum Beispiel auch die französischen Caesar-Haubitzen. Und das ist natürlich schweres Gerät, von dem die Ukrainer hier hoffen, dass es ihnen mit diesem Gerät dann gelingen könnte, tatsächlich auch der russischen Streitkraft echten Schaden zuzufügen und sie auch wirklich zurückzuschlagen. Waffen, Tatjana, sind ja die eine wichtige Sache für die Ukraine aktuell im Rahmen der Verteidigung gegen das russische Militär. Aber sehr, sehr wichtig auch die EU-Beitrittsperspektive. Und da wird schon auch seitens der Regierung der ukrainischen, ich sag mal, Druck gemacht. Druck gemacht. Da wird versucht, mit intensiven Gesprächen natürlich alles dafür zu tun, dass das einstimmig dann glatt geht. Am Freitag, ihr habt es gesehen, ich habe eben kurz mal runtergeschaut, weil ich das Handy wieder aufmachen musste. Der ukrainische Präsident Zelensky hat in seiner nächtlichen Videoansprache mal aufgezählt, das Telefon auch mit ins Bild genommen, mit dem er da gestern offenbar über Stunden hinweg telefoniert hat. Mit wem hat er alles gesprochen? Mit den Ministerpräsidenten und Präsidenten der Slowakei, Litauen, Ungarn, Portugal, Dänemark, Spanien, Irland, Kroatien und den Luxemburger Betel, den hat er sogar denn hier in Kiew empfangen. Und er sagt eben selber dazu, dass er bereit ist, natürlich alles dafür zu tun, dass es eben zum Beitrittskandidatenstatus kommt. Und wir sehen aber, er ist auch tatsächlich sehr, sehr involviert und versucht mit all diesen Telefongesprächen, unter anderem eben auch mit Ministerpräsidenten wie dem aus Portugal, wo ja doch eine gewisse Skepsis auch gegenüber diesem Beitrittskandidatenstatus herrscht, dafür zu sorgen, dass dann am Freitag tatsächlich für die Ukraine alles glatt geht. Tatjana, fürs Erste Dankeschön nach Kiew.